Turbulenzen ja schon seit einiger Zeit am Ölmarkt. In der jüngeren Vergangenheit hatte man aber das Gefühl, als ob sich der Ölpreis stabilisiert hat. Was hat sich da belebend auf den Ölpreis ausgewirkt? In erster Linie war das spekulationsgetrieben aufgrund der Nachrichtenlage. Es besteht ja das Gerücht, dass sich möglicherweise die großen ölproduzierenden Nationen zusammentun werden und die Ölförderung etwas deckeln werden. Hinzu kommt auch noch die positive Nachrichtenlage, die Konjunkturdaten hier in den USA und auch, dass hier die Bohrungen etwas zurückgefahren werden. Haben Sie denn das Gefühl, das Gröbste ist überstanden? Nein, ich glaube, dieses Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, das gleicht sich etwas weiter aus. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess, auch wenn das globale Wachstum weiter langsam bergauf geht, also die Nachfrage langsam steigt, so ist der Überhang doch enorm. Und auch Nationen wie jetzt Iran, die auch noch zusätzlich hinzukommen. Also insofern, tendenziell kann das sein, dass der Preis sich etwas erholt, aber er wird nicht so wahnsinnig hochgehen. Es wird ja grundsätzlich viel geredet. Dabei glauben Sie denn, was die Förderquoten zum Beispiel anbelangt, dass es da tatsächlich reale Veränderungen geben wird? Naja, also man hat hier in den USA gesehen, dass es einige Pleiten gibt von Dutzenden von Firmen. Hinzukommen werden Konsolidierungen, weil es einfach nicht mehr preislich effizient ist, unter diesem niedrigen Ölpreis zu fördern. Aber Tatsache ist doch, dass in vielen Fällen es teurer ist, die Ölproduktion ganz einzustellen, als vorübergehend dabei zu bleiben und Verluste in Kauf zu nehmen, insbesondere auch angesichts des billigen Geldes. Es gibt also immer noch genug Investoren und auch Banken, die bereit sind, dort hinein zu investieren, sodass sich der Sektor noch einigermaßen halten kann. Nehmen wir nur mal rein theoretisch an, der Ölpreis würde sich Richtung 40, 50 Dollar pro Barrel in den nächsten Monaten bewegen. Glauben Sie, dass die ölproduzierenden Länder dann diszipliniert genug wären, nicht sofort dann wieder die Pumpen anzuschmeißen? Ich glaube, viele der großen ölproduzierenden Nationen können sich gar nicht erlauben, den Preis zu senken, denn sie sind jetzt schon politisch sehr instabil, dadurch, dass sie ihre Infrastruktur kaum mehr finanzieren können. Sogar Saudi-Arabien, der IWF, hat ja da ganz beängstigende Prognosen getroffen, was die politische Unruhen angeht. Also ich glaube nicht, dass sie sich erlauben können, den Preis künstlich niedrig zu halten. Vielleicht abschließend ganz kurz persönlich, würden Sie in den Ölsektor investieren? Ich war mal im Investmentbanking, im Energiesektor und wenn man sich dort nicht auskennt, ist es tödlich. Also man sollte da wirklich nur investieren, wenn man fachkundig ist und selbst dann ist es schwer genug. Vielen Dank für das Gespräch.